Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Rise of the Tomb Raider. Wir sind hier immer noch im Anwesen, haben im letzten Part den Hauptschlüssel bekommen und können damit jetzt überhören. Ich glaube, in der Bibliothek sind vielleicht noch mehr Hinweise. Okay, aber wir waren doch gerade in der Bibliothek, oder nicht? Fräulein Lara, das ist eine Cross 50%. Ich war so frei, Ihnen ein Tablett zuzubereiten, da das Abendessen nicht nach Plan verlaufen ist. Ich habe auch etwas Süßes dazu gelegt. Es wäre nett, wenn das unter uns bliebe. Aber ich fand, heute Abend brauchen Sie etwas Besonderes. Sehen Sie es mir bitte nach, aber ich war besorgt, als Sie vom Esstisch weggerannt sind und wollte Ihnen etwas geben, das Sie hoffentlich etwas beruhigt. Ich kenne Ihren Vater schon lange. Die Intensität seiner Leidenschaft kann beängstigend sein, aber ich sehe dieselbe Leidenschaft in Ihnen. Sie sind ihm ähnlicher, als Sie denken. Zweifeln Sie nie daran, dass er Sie mehr liebt als seine Arbeit, mehr als seine Artefakte, mehr als alles in der Welt. Stürme vergehen und morgen ist der Himmel wieder blau. Wenn Sie fertig sind, stellen Sie das Tablett bitte vor die Tür. Hochachtungsvoll, Winston. Okay, wir gucken mal kurz, auf Tab war das, ne? Kann man sich so wie angucken? Ach ja, hier kann man sehen, genau. Ja, Hälfte von beiden haben wir jetzt. Wandgemälde haben wir schon fertig. Wir haben ja noch drei Safe-Kontexte. Wir haben anscheinend hier noch was vergessen. In der Bibliothek. Aber was? Da oben ist gleich noch was. Das habe ich anscheinend wirklich übersehen. Aber was soll denn noch sein? Also. Achso, ja doch, wir brauchen irgendwas mit dem Code, aber irgendwas mit der Karte von Lara war doch noch. Brauchen wir hierfür auch den Hauptschuss mal, würde ich mir recht stark. Aber das habe ich gar nicht gesehen, das Ding hier. Die Pharaonenkrone von meiner Geburtstagsschatzsuche. Wie alt war ich da? 6? 8? Ich glaube, diese Hieroglyphe steht für eine Zahl. Aber welche nur? Okay, gucken wir mal im Relikt-Ding. Hieroglyphenblatt. Jetzt erinnere ich mich. Jeder Bezirk im alten Ägypten hat anscheinend ein Symbol. Kommen wir jetzt auch durch hier? Okay, jetzt Hinweise erwähnen Moms Gemälde und ihren Hochzeitstag. Hoffentlich finde ich im Westflügel ein paar Antworten. Gut, hier haben wir aber erst gemacht, da brauchen wir nur noch den Tresor, das ist ja praktisch das Endziel hier. Ich wollte erstmal unten gucken. Okay, man kann sie nicht abrollen, anscheinend. Okay, wir können nicht ausweichen, wahrscheinlich deshalb. Weil hier war ich glaube ich noch nicht. Oder sind wir jetzt hier, wo ich sowieso schon... Okay, da war ich ja glaube ich schon drin. Ich fand's gut, dass die Dinge einfach zugemacht sind. Okay, hier kann ich nicht raus, was der Eingang ist. Gab's hier was noch Neues? Nee. Und oben ist der Westflügel, ne? Genau, da war der Westflügel. Einmal aufschließen und dann war noch eine Kiste. Und mich interessiert, was in der Kiste drin ist. Da gehen wir dann auch demnächst mal hin. Aber erstmal möchte ich dann nochmal unten gucken, weil da, glaube ich, noch irgendwas an dem Rand war. Das Croft-Familienwappen. Cool. So, hier gab es nichts mehr, beziehungsweise hier ist zugestellt. Den Schrank haben wir geöffnet. Hier ist auch nichts. Hier war ich ja, also hier bin ich hergekommen. Dann gibt es hier noch unten die Tür und dann müssen wir den Westflügel rüber und dann, ja. Sonst haben wir alles gemacht und hier wollte ich halt nochmal kurz reingucken, ob es noch dahinter diesen Weg was gibt. Warum auch hier die Lampe angeht. Ah, hier kann man auch in den Keller rein, okay. Gibt es im Keller irgendwas, was ich machen kann? Also ich weiß nicht, ob da irgendwas mit dem Hauptschlüssel noch war. Ich glaube nicht, oder? Ne, da braucht man die Brechstange für. Das heißt, da gehen wir erstmal hin, wenn wir die Brechstange haben. So, jetzt bin ich hier in der Bibliothek. Wir wollen da raus. Sonst hier war nichts, oder?
Aber ich bin ja so vorbeigemeldet überall. Gleich drauf erklärt, wie vielleicht noch was ist. Wir wissen, dass die erste halb 5 ist. Oder eine ist halb 5 ist. Jetzt gehen wir in verbotenen Vögel. Das sieht wahrlich nicht so gut aus. Ah, das Ding ist relativ groß. Sollen wir gehen erstmal nach hier? Das ist auch gar nicht creepy oder sowas. Hallo, Lore. Ohne Emilia ist das Haus nicht mehr dasselbe. Finsternis erfüllt es. Eine Ruhe, die ich nicht ertrage. Auch wenn Lara noch zu klein ist, um zu verstehen, was passiert ist. Spürt auch sie die Veränderung. Sie hat nur einmal nach ihrer Mutter gefragt und ich fürchte, meine Reaktion hat ihr Angst gemacht. Ich werde Winstons Hilfe bei Lara in den nächsten Monaten mehr denn je brauchen. Mir war nie bewusst, wie sehr Trauer einen Menschen zerstören kann. Doch ich bin am Boden zerstört. Ich weiß, ich kann dem Schmerz nicht entfliehen, doch ich werde alles tun, um ihn zu meiden. Ich werde den Westflügel verschließen, solange ich hier lebe. Es wird so bleiben, wie Emilia ihn verlassen hat. Vielleicht findet Lara eines Tages dort Antworten. Ja, Spoiler hat nicht so geklappt. Ist nämlich kaputt gegangen und alles scheiße jetzt. Genau, ich habe gerade was getrunken. Also ich finde es gut, weil ich den ganzen Laufsack kann man schön gut hydriert bleiben, indem man einfach da trinkt. Ansonsten, wenn man aufnimmt, dann muss man meistens, also spielt man ja meistens. Ich glaube, diese Reise war nötig, damit ich den Schritt wage. Ich konnte Richard in seinem Element erleben. Seine besten und schlechtesten Seiten. Ich habe die Reinheit und das Chaos seiner Leidenschaft erlebt und habe erkannt, ich will seine Leidenschaft in meinem Leben. Jeden Tag. Es ist getan. Richard wollte noch 4 Tage bis zu meinem Geburtstag warten, aber ich nicht. Wenn ich mich für etwas entscheide, handle ich auch. Wir haben eine kleine Kapelle in Luxor gefunden. Roth und die anderen waren dabei, als wir uns bei Sonnenuntergang in diesem herrlichen Land das Ja-Wort gaben. Mutter wird mir nie vergeben. Atlas wird wütend sein. Aber das kümmert mich nicht mehr. Ich bin frei von den Verpflichtungen der Demornes. Frei, meinen Leidenschaften zu folgen, umgeben von jenen, die mich ermutigen und herausfordern. Ich freue mich auf die Zukunft, was immer sie bringen mag. Morgen kehren Richard und ich als die Crofts nach London zurück und gehen gemeinsam unseren Weg. Okay, spannend. Ich habe nicht aufgepasst. Hab bestimmt gesagt, welches Datum oder ein Teilsdatum, bin mir sicher. Nach allem, was Atlas getan hat. Ich glaube, das war Dads Taschenuhr. Genau um 12 Uhr nachts stehen geblieben. Okay. Wie konntest du ihm von der Expedition erzählen? Mir wurde alles zu viel. Ich musste mit jemandem reden. Er ist doch schließlich mein Bruder. Ich traue ihm nicht. Musst du auch nicht, Richard. Aber bitte, vertrau mir. Tut mir leid, Liebling, aber ich kenne ihn. Er geht an die Presse, dann springen die Investoren ab. Dann geh, ohne mich. Heute Nacht. Ich kümmere mich um Atlas und treffe dich nächste Woche in Tibet. Ich war so jung. Aber an diesen furchtbaren Streit erinnere ich mich. Meine Eltern hatten es nicht immer leicht. Hallo, wer bist du? Das ist Dad. Ist wohl Familientradition, aber ich kann mir nicht vorstellen, sowas von mir machen zu lassen. Also bisher ist ja auch eher so die Familientradition für die männliche Seite der Familie. Also wenn du heiratest, würde dein Mann das machen müssen. Oder sollen. Das Parfum meiner Mutter. Dieser vertraute Duft. Ich sehe sie beinahe vor mir. Okay. Mom an ihrem Hochzeitstag. Sie sieht so schön aus. Da steht ein Datum. Irgendwas im Oktober. Mist, die Zahl ist verblasst. RIP. Ihr Hochzeitstag war im Oktober. Aber an welchem Tag? Dass ich das nicht weiß. 4 Tage vor ihrem Geburtstag? Muss noch ein Hinweis sein. War doch irgendwie. Ich erinnere mich. Den hat Dad Mom zum Geburtstag geschenkt. 13. Oktober. Mams Geburtstag. Also der 9. Ich bin sicher, meine Eltern haben im Oktober geheiratet. Ich glaube, um Mams Geburtstag herum. Äh,
Amelia wäre dagegen gewesen. Das allein hätte ausreichen sollen. Aber ich bin, wie ich bin, ein sturer Narr. Ich habe die Türen des Westflügels verschlossen und werde sie nicht wieder öffnen, bis entweder mein Leben oder meine Sturheit endet. Am Vorabend sagte Roth, ich würde meine Meinung noch ändern. Wie ein gebrochener Arm würde die Wunde heilen und eines Tages würde der Gips abfallen und wir wären wieder gesund. Die plumpe Metapher machte mich wütend, als wäre unser Verlust nicht mehr als eine Unannehmlichkeit. Harte, doch wahre Worte, aber ich habe getan, was ich muss. Vielleicht reißt Lara eines Tages die Türen wieder auf und lässt die Sonne hinein. Vielleicht findet sie ihren Frieden an diesem Ort. Okay. Wenigstens funktioniert das alte Ding noch. Welches? Das Turmbandgerät? Ich platze vor Stolz. Amelia ist schwanger. Unglaublich, wie ein so simples Ereignis das ganze Leben verändert. Wir wissen noch nicht, was es wird, aber wir überlegen uns schon Namen. Vielleicht Benjamin nach meinem Großvater. Oder auch Griffin? Er war ein noch berüchtigterer Croft als ich. Nein, Amelia ist dagegen und überzeugt, dass es ein Mädchen wird. Sie mag Klassiker wie Scarlett oder Kate, aber ich konnte sie für Lara begeistern. Eine Anspielung auf den Sonnengott Ra und unsere Zeit in Ägypten, in der das Kind gezeugt wurde. Ich denke viel über dieses neue Leben nach. Wie ähnlich sie uns wohl sein wird. Bei all meinen Forschungen zu Unsterblichkeitsmythen habe ich vielleicht die offensichtlichste Antwort auf die Fragen, die mich quälen, ignoriert. Wir leben durch unsere Nachkommen weiter. Unsere Gene, DNS, Erfahrungen, weitergegeben über Generationen. Vielleicht ist das die simple Wahrheit des ewigen Lebens. Und ich war einfach nur zu stur, sie zu akzeptieren. Das kann natürlich sein. Vielleicht hat Dad das Geheimnis der Unsterblichkeit entdeckt, ohne es zu wissen. Ja, vielleicht. Moms Ehering. Hab mich immer gefragt, was damit passiert ist. Sieht auf jeden Fall cool aus. Die Inschrift ist verblasst. Eternally yours. Also man kann es ja lesen. Firma dein. Ja. Okay, jetzt müssen wir ins Atelier gehen. Also 9.10 ist das da, also 9.10. das Hochzeitsdatum von denen. Also entweder die 9 oder 9.10 oder sowas. Junge. Reiß dich zusammen. Sie ist schon Gespenster. Ja. Bestimmt konnte er den Gedanken nicht ertragen, irgendwas von ihren Sachen wegzuräumen. My Lord, wir alle hoffen, Ihre Arbeit wurde auf der Konferenz gut aufgenommen und freuen uns auf Ihre Rückkehr. Wie so oft bei diesen Schreiben wollte ich Ihnen von einem Zwischenfall mit unserem kleinen Engel berichten. Offenbar haben sich die anderen Mädchen an Laras Schule über sie lustig gemacht. Soweit ich entnehmen konnte, haben die jungen Damen sie damit aufgezogen, dass sie zu jungenhaft sei. Sie ziehen sie nicht noch einmal auf, doch ich glaube, die Worte haben sie getroffen. Ich glaube, Lara vermisst ihre Mutter in letzter Zeit. Sie sorgt sich, dass sie nicht wie die anderen Mädchen ist. Da sie nur mit ihrem Vater aufgewachsen ist, verwundert es kaum, dass sie keinen Bezug zu ihnen hat. Vielleicht wäre ihre neue Freundin Anna ein willkommener Einfluss. Sie könnten sie doch einmal mitbringen, damit Lara sie kennenlernt. Den richtigen Moment dafür zu finden, überlasse ich ihnen. Eine sichere Rückreise. Hochachtungsvoll, Winston. Okay. Sagst du nichts dazu? Was fehlt uns jetzt noch? Uns fehlen noch 19 Relikte und 15 Lore-Gegenstände. Seit Jahren unberührt, so wie sie es verlassen hat. Ich hatte meiner Familie die Stirn geboten und Richard und unsere Liebe verteidigt. Doch mit Einzug in das Croft-Anwesen kamen mir Zweifel. Wie sollte die Liebe in diesen gähnenden Räumen überleben? Hatte ich einen schrecklichen Fehler gemacht? Ich war noch nie so froh, mich geirrt zu haben.
Richard hat mich mit einem Spiel auf den Anwesen willkommen geheißen. Es war eine Notiz aus 5 verschiedenen Sprachen, doch sie wies mir den Weg. Der nächste Hinweis war ein scheinbar leeres Stück Pergament in der Küche, wo die Wärme einer Kerze eine Nachricht aus Zitronensaft zum Vorschein brachte. Grinsend wie ein Kind habe ich seine Rätsel gelöst und bin der Spur bis zum Ende gefolgt. Eine weiße Tischdecke auf der Wiese und ein Picknick. Wir lachten und aßen und mit dem Morgennebel schwanden auch meine Zweifel. Die Liebe kann und wird siegen. Okay. Das war fast richtig, Schatz. Hier, ich zeig's dir. So, siehst du? Sehr gut, Laura. Sehr gut. Wie mein Leben so geworden wäre, wenn sie nicht gestorben wäre. Keine Ahnung, was das hier ist. Okay, wir haben hier ein Bild, 2 Bild und Lore. Mams Gemälde. Welches mochte Dad am liebsten? Weiß ich noch nicht. Ich war heute kurz daheim, um meine letzten Gemälde zu holen. Besser gesagt, im Heim meiner Familie. Atlas war da, schlecht gelaunt wie üblich. Doch über seine gemeinen Sticheleien gegen Richard konnte ich nur lachen. Dass ich jemals auf den Rat meines verbitterten Bruders gehört habe. Meine Zurückweisung machte ihn nur noch wütender. Ich ließ ihn vor sich hin brummelnd in Vaters Arbeitszimmer zurück. Auf der Rückfahrt machte Winston einen Umweg durch die Landschaft und ich sah meine Gemälde durch, darunter auch Richards Lieblingsbild, ein abstraktes Bild mit roten Blöcken. Lächelnd beschloss ich, es ihm zu schenken. Ich war glücklich und auf dem Weg nach Hause. Okay, rote Blöcke. Rote Blöcke. Dads Lieblingsbild. Vielleicht finde ich auf diesem Gemälde einen Hinweis auf die Kombination. Ja, aber erstmal. Zurück zum Arbeitszimmer und dem Safe. Mom mit mir als Baby. Habe ich noch nie gesehen. Unfassbar, dass ich mal so klein war. Ja. Was haben Babys an sich, Lara? Daran erinnere ich mich gar nicht. Achso. Ich dachte, es kommen noch mehr. Ich mich doch nur daran erinnern. Mom starb zu jung. Okay. Also, es wird wahrscheinlich 4 sein. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Hieroglyphen-Alphablatt 5. Amelias Anhänger. Ich erinnere mich. Den hat Dad. Also entweder ist es 13 oder ist es 9. Warte mal. Wo stand das? Also das Kindheit. Ja, das ist doch was für irgendein Dokument. Ich kann es aber gerade nicht nachvollziehen. Wo das ist. Dass ich noch so viele von Mams Werken habe. Dass die ja nicht verfault sind oder sowas. Durch den Quatsch hier. Okay, den Brechstange habe ich immer noch nicht. Dad, was bewahrst du hier drin auf? Nichts wirklich Wichtiges, Lara. Hausunterlagen und sowas. Wenn es nicht wichtig ist, warum legst du es dann in den Safe? Ich sollte wissen, dass ich dir nichts vormachen kann. Es ist etwas Wichtiges hier drin. Und zwar für dich, falls du es eines Tages brauchst. Na, hoffentlich hast du dich für mich eingesetzt, Dad. Okay, gucken wir nochmal. Wo ist denn das? Lord und Lady Croft. Ägyptisches Kreuz. Habseligkeiten. Ich habe tatsächlich keine Ahnung mehr, wie das Ding hieß. Hieroglyphenbuch? Nein. Mythos. Taschenuhr, Diplom, Artikel. Die Pharaonenkrone. Also 5. Ich erinnere mich. Entweder 9 oder 13. Jetzt erinnere ich mich. Okay, was war das dritte? Okay, ich habe alle Hinweise. Mal sehen, ob ich es hinbekomme.
Was war denn das dritte? Ich habe keine Ahnung, was der dritte Safe war. Fehlanzeige. Was war denn das? Der Hochzeitstag? Bild. Und dann waren es Nummer 5. Ich muss also den Hinweisen stecken. 595? Hm, nein. War's nicht. 559? Nein. Fehlanzeige. Die Antwort muss in den Hinweisen stecken. Nein. Ja, okay. Oder waren 6 Blöcke? Die Antwort muss in den Hinweisen stecken. Ich würde sagen, ich gucke nochmal danach, aber sehen wir es am nächsten Part dann erstmal, was es dann ist. Und ja, ich würde sagen, ich hoffe, es gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Und reinschau.